Für jedes Kind ist der Eintritt an die Uni ein großer Schritt. Aber Ge, Tochter des renommierten chinesischen Anwalts, muss diesen Schritt wohl ohne die Hilfe ihres Vaters gehen. Gao wird seit über 16 Monaten vermisst. Seine Tochter bittet nun direkt den chinesischen Führer Wen Jiabao um Gaos Rückkehr. In einem offenen Brief schreibt sie an Wen Jiabao, wie sie die letzten 5 Jahre erlebt hatte. 2006 stürzte die Familie ins Unglück. Das Regime verhängte gegen Gao eine Bewährungsstrafe wegen mutmaßlicher Staatsgefährdung. Ge schreibt: Damals lebte die Polizei in unserem Wohnblock. Sie erbauten sogar ein Haus 2 Meter vor unserem Fenster. Ich musste mit Polizeibekleidung in die Schule, bis ich schlussendlich gar nicht mehr in die Schule konnte. Ge schreibt, Zitat: Können Sie mir sagen, wo mein Vater ist? Darf er uns anrufen? Können Sie mir wenigstens sagen, ob er noch am Leben ist? Ich habe mir beim Schreiben des Briefes nicht so viele Gedanken gemacht. Ich vermisse meinen Vater einfach so sehr. Ich möchte, dass auch andere sich noch um ihn sorgen. Und ich möchte, dass Premierminister Wen Jiabao das ernst nimmt und dass unsere Familie wieder zusammenkommt. Ges Mutter flüchtete 2009 mit ihr und ihrem jüngeren Bruder in die USA. Kurze Zeit später verschwand Gao, als er sich in Gewahrsam chinesischer Sicherheitsbeamter befand. Wir zogen vor 2 Jahren hierher. Aber da wir nichts über ihren Vater gehört haben, fehlt unserem Leben immer noch etwas. Mein Kind sollte an die Uni gehen und sie hat viele Fragen, die sie ihrem Vater stellen möchte. Gao Shisheng tauchte kurz im April letzten Jahres auf, doch kurz darauf verschwand er wieder. Der Rechtsanwalt, bekannt für seine Verteidigung von Falun Gong und benachteiligten Minderheiten, hätte am 15. August nach Ablauf seiner Strafe freigelassen werden sollen. Sein Aufenthaltsort ist weiterhin unbekannt. Das chinesische Regime gibt darüber keine Auskunft.